Wisst ihr was? Der Max ist gar nicht mehr wegzubekommen von seiner tollen Uhr. Jede volle Stunde schaut er auf die Uhr. Ich bin mal gespannt. Es ist jetzt 3 Uhr nachmittags. Ob er wohl diesmal pünktlich ist? Ah, hallo Kinder, hallo Mini, das war knapp. Aber es ist jetzt genau 3 Uhr. Super. Aber Moment mal, Mini. Ist nicht 3 Uhr mitten in der Nacht? Aber da schlafe ich ja eigentlich schon. Das ist komisch. Du hast mir doch erklärt. 1 Uhr, 2 Uhr, 3 Uhr. Ja, und da schlafe ich. Das hast du gut beobachtet. Es gibt jede Uhrzeit zweimal am Tag. Einmal in der ersten Tageshälfte von 0 bis 12 Uhr und in der zweiten Tageshälfte von 12 bis 24 Uhr. Ach, ich habe mich nämlich schon gewundert. Ja, du hast mir ja beigebracht, der Tag hat 24 Stunden. Aber Moment mal, meine Uhr hat ja nur die Ziffern von 1 bis 12. Brauche ich da jetzt noch eine zweite Uhr? Keine Angst, Max. Du musst nur verstehen, dass du ab 12 Uhr weiterzählst. Pass auf, ich erklär's dir. Jetzt ist es 0 Uhr, mitten in der Nacht. Eine Stunde später ist es, weißt du es noch? 1 Uhr! Okay, und dann kommen die ganzen Stunden bis 12. Pass auf, ich mach's mal etwas schneller. 2 Uhr, 3 Uhr, 4 Uhr, 5 Uhr, 6 Uhr, 7 Uhr. Jetzt kommt 8 Uhr. 8 Uhr, ja. Richtig. 9 Uhr. 10 Uhr. Kinder, zählt mal noch weiter mit. 11 Uhr. Ja. Und 12 Uhr. Ja. Jetzt ist es mitten am Tag, Mittag. Die ersten 12 Stunden sind vorbei. Also die erste Tageshälfte ist vorbei. Jetzt fängt die zweite Tageshälfte an. Auf deiner Uhr hast du gesehen, dass jetzt wieder 1 Uhr kommt. Aber es ist ja nicht mitten in der Nacht. Jetzt ist 1 Uhr mittags und das nennen wir 13 Uhr. Denn nach 12 kommt 13. 2 Uhr am Nachmittag nennen wir 14 Uhr. Kannst du dir vorstellen, wie wir 3 Uhr am Nachmittag nennen? Ja, ja, ich weiß es. Kinder, ihr wisst das doch bestimmt auch. Ja, na? 15 Uhr. Wir schauen mal. 3 Uhr am Nachmittag nennen wir 15. Ja. 15 Uhr, ganz genau. Oh, und ich weiß, 4 Uhr am Nachmittag heißt dann 16 Uhr. Super. Und 5 Uhr, 17 Uhr. Und 6 Uhr am Abend, 18 Uhr, da gibt es Abendbrot. Super. Wie nennen wir 7 Uhr am Abend? Das ist 19 Uhr. Und 8 Uhr am Abend ist 20 Uhr. Da muss ich immer das Licht ausmachen, ihr wisst schon. Richtig. Und 9 Uhr ist 21 Uhr. 10 Uhr abends ist 22 Uhr. Oh, 22 Uhr. 11 Uhr ist 23 Uhr. Und dann ist 24 Uhr. 24 Stunden sind vorbei, der Tag ist zu Ende. Und ich schlafe und merke gar nicht, dass der neue Tag anfängt. Okay, jetzt machst du mal die Augen zu und ich frage mal eine Frage. Pass auf, ihr Kinder könnt auch die Augen zumachen und mit überlegen. Wie nennen wir 2 Uhr am Nachmittag? Ich überlege. Oh, nö. Das habe ich mir so schnell nicht gemerkt, Minnie. Pass auf, es gibt einen Trick, wie du es ausrechnen kannst, ohne auf die Uhr zu schauen. Toll. 2 Uhr nachts. Und 2 Uhr nachmittags, das sind 12 Stunden weitergerechnet. Du musst also eigentlich nur 2 plus 12 Stunden rechnen. Kannst du schon 2 plus 12?
Na klar. 2 plus 12 ist 14. Super. Und guck, 2 Uhr in der Nacht ist 14 Uhr am Nachmittag. Oh, das ist ja ein toller Trick. Mach nochmal die Augen zu. Ihr Kinder auch. Wie nennt man 3 Uhr nachmittags? Ich rechne 3 plus 12 gleich 15. Augen auf. Ja! Super! Oh, toll, 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 toll! Und noch einmal. Augen zu. Augen zu, Kinder. Wie nennt man 5 Uhr nachmittags? Okay, 5 Uhr. Das ist schon mehr. Ich rechne erstmal 5 plus 10 und dann nochmal plus 2. 17. Augen auf. 5 Uhr morgens und 17 Uhr nachmittags. Ja. Super. Du musst einfach nur 12 Stunden dazu zählen. Und jetzt, Max, Übung macht den Meister. Das mache ich. Kinder, ihr auch. Tschüss. Tschüss.